Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Wir spielen heute eine Runde mit Lisa. Oh, sehr schön. Ich habe das andere Totem gerade schon gesehen. Wir packen hier mal eben erstmal eine Falle hin. Also, wir machen unsere Totem-Safe. Mein Setup sieht nämlich wie folgt aus. Ja? Ich habe Ruin und Nervenkitzel der Jagd dabei. Außerdem, wieso komme ich mir eigentlich so schnell vor? Keine Ahnung. Außerdem habe ich die Präsenz dabei, die Skill-Checks öfter triggert und den Bereich kleiner macht, in dem sie erfolgreich sind. Und ich habe den Ruf der Krankenschwester dabei. Außerdem sind hier sogar noch zwei Generatoren. Okay, cool. Eigentlich ist die Map gar nicht mal so schlecht für uns, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Wir machen hier erstmal die Generatoren auch noch dicht, würde ich sagen. Leatherface ist OP. Soll das ein Meme sein oder meint er das wirklich ernst? Ich denke, man weiß es nicht. Okay, ich habe ein Addon drauf, dass ich die Fallen ein bisschen schneller legen kann. Außerdem habe ich noch das Addon drauf, durch das ich mich aus weiterer Entfernung teleportieren kann. Dadurch werden sie dann wieder ein bisschen langsamer. Der Balken wird ja immer noch rot angezeigt. Da wurde jetzt verkackt. Und dank Ruin, vielleicht ist der hier sogar mit am nächsten noch dran. Dank Ruin ist es natürlich schön, wenn sie Skillchecks verkacken, ne? So. Und dann in Verbindung mit der Präsenz. Okay, sehr gut. Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell! Oh Gott. Ja, doch, jetzt rechtzeitig noch hingekommen. Er ist wieder abgehauen. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir den Survivor wiederfinden. Da vorne ist sie sogar. Ich habe sie gesehen. Ich tue mal so, als ob ich sie nicht gesehen hätte. So, angetäuscht. Okay, sie hat es doch noch mitbekommen. Schade. Ah, direkt umgeschmissen. Und natürlich habe ich die andere auch gesehen. Haha, natürlich, sagt Granz, ne? Der Typ, der andauernd Leute übersieht. Als ob, Granz! Als ob! Oh. Okay, schade. Zack, da hat sie den nächsten Hit. Oder beziehungsweise da hat die nächste Person ihren Hit bekommen. Und der erste ist down. Okay, komm mit. Ab an den Haken. Da vorne ist sogar einer. Direkt am Generator. Wir machen aber danach natürlich erstmal. Ist da gerade ein Vogel hochgeflogen? Das wäre ja super, wenn jetzt hier jemand lauert und direkt retten will. Ho! So, gib mir mal eine Sekunde. Nein, scheinbar nicht. Okay, ich mache das Totem-Safe. Und dann verziehe ich mich. Also, die Leute scheinen zu wissen. Erster Generator ist fertig. Die Leute scheinen zu wissen, wie man Totems umgehen kann. Der Generator hier drin? Okay, nice. Sind aber auch schon über alle Berge. Ja, moin, Dwight! Na, da rennt jemand. Feng Min. Hallo, bleiben Sie bitte stehen. Ah, okay. So, die wissen jetzt, glaube ich, alle, wo meine Totems sind. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber das könnte jetzt auch so einen kleinen Kampf um die Totems auslösen. Da vorne heilt sich der Dwight. Es könnte einen kleinen Kampf um die Totems auslösen. Und so schlecht wäre das für uns ja nun auch nicht, ne? Hallo, Dwight. Moinsen! Ah, schade. Ich erwische ihn noch, ich erwische ihn noch. Ne, erwische ich nicht. Schade. Okay, warte. Was wird da gemacht? Irgendjemand ist an meinem Totem dran. Gut, dann drehen wir wieder um. Sorry, Dwight, keine Zeit für dich. Ich muss hier jemanden vor meinem Totem wegschlagen. Hallo, Feng Min. Zack, bitteschön. So, sie rennt weg. Leatherface ist OP. Komme ich immer noch nicht drauf klar auf den Namen. Es muss eigentlich ein Meme sein. Okay, sie rennt so weit weg. Ich würde gerne meinen Totem wieder safe machen. Dort hinten an dem Totem ist auch einer. Okay, jetzt beginnt die Zeit, wo wir Totems beschützen dürfen. Und die Person ist schon weg. Kann aber nicht allzu weit weg sein. Da ist sie. Na, Sackgasse. Schmeiß um den Lurch hier. Danke. Da war noch jemand. Also, die wollen jetzt auf Krampf meine Totems. Und ich werde die Dinger auf Krampf einfach mal beschützen. Dwight, das ist pfui. Nein.
Das Totem darfst du leider nicht haben. Er hat es umgeschmissen. Das ist für Feng Min jetzt natürlich. Oh, Glück gehabt. Da hat sie wirklich Glück gehabt. Müssen wir auch so sagen, wie es ist. Ne? Okay. Das bedeutet, wir machen hier wieder ein neues Totem hin. So, hier kommt noch eins hin. Okay. Zwei Generatoren haben wir hier sogar noch safe. Dürfen wir nicht vergessen. So, ich packe hier noch mal eins hin. Ich sag immer Totem zu den Fallen, ne? Ich meine natürlich, ich packe da eine Falle hin. Ich weiß, dass ich keine Totems platzieren kann. Wäre auch lustig, wenn man das könnte, ne? Ah, ach, guck mal, die abusen den Exploit. Oh, das ist ja süß. Das ist ja süß. Habt ihr das gesehen? Die abusen den Exploit, auf den ich jetzt hier auch nicht näher eingehen möchte. Wer weiß, wie man das abusen kann, der wird wissen, wovon ich spreche. Alle anderen, macht euch da keine Gedanken rüber. So eine Billigtaktiken braucht ihr nicht, wenn ihr vernünftige Leute seid. Oh mein Gott, ist das armselig, ganz ehrlich. Okay, jemand ist an meinem Totem. Schaffe ich nicht mehr rechtzeitig, glaube ich. Wir probieren's. Es ist bestimmt wieder Ruin. Mir wird nämlich immer Ruin geklaut. Nein, das war der Nervenkitzel. Okay. Leatherface ist OP. Ach, ey. Aber sind das Evolutionsbremsen, ey. Ehrlich. Gut, das erklärt dann natürlich einiges, wenn die Survivor solche Taktiken benutzen müssen, über sie. Der Bug ist leider auch schon so lange drin und der wird einfach nicht rausgenommen, ne? Das ist halt wieder typisch DBD. So, sie hat Flink. Da kann man nicht abkürzen, Grenz. Jetzt habe ich sie verloren, glaube ich. Da hinten ist sie hin, ehrlich? Ne, ist sie gar nicht wahrscheinlich, ne? Doch! Ah, ich hätte mich entscheiden sollen. Okay, warte. Feng ist immer noch hier. So, der Dwight macht ja auch munter den Generator. Hä? Ich hing. Ach, Dwight ist hier. Ha, du hingst auch, Dwight. So, bitteschön. Den hast du schon mal weg. So, sie wirft's um. Ich denke, das sind dann auf jeden Fall Premates, wenn die das abusen. Yes, die haben wir. Okay. Sie brauchen natürlich trotzdem ihre Zeit, die Generatoren zu machen. Sie hat einen Strike. So, warte mal, wenn die es abusen, machen wir es halt auch, oder? Ich hoffe, dass ich es rechtzeitig gemacht habe. Komm, zack, ab an den Haken. So. Wenn die meine Perks umgehen, gehe ich davon aus, dass es okay ist, wenn ich ihre umgehe. Na, wenn die so spielen wollen, können wir gerne so spielen. So, den setzen wir mal zurück hier. Ich muss mich langsam aber sicher entscheiden, welche drei Generatoren ich eigentlich bewache. Aber ich glaube, die beiden vom Anfang stehen immer noch, oder? Meine ja. Eins und zwei, ja, die stehen noch. Okay, die werden wir bewachen. Hier läuft, sehr gut. Ich hoffe, dass dort auch noch keiner dran war. Nope. Dann packe ich hier mal so eine Random Trap hin. Und wir bewachen die drei Generatoren. Hier ist jemand. Dort ist jemand. Geht helfen. Hallöchen. Nope. Sorry, Dwight. Not sorry. So, okay. Wir haben genau die drei jetzt quasi noch die. Wir bewachen. Das ist gut. Also, sieht nach einer guten Runde für uns aus. Wir packen hier nochmal eine Falle hin. Ah. Seit es den Buff bei Dingens gab. Seit es den Buff bei der städtischen Invasion gab.
Sind die Survivor selber schuld, wenn sie... Haha, komm da mal weg. Sind die Survivor selber schuld, wenn sie nicht kriechen? Ganz ehrlich. Wayne. Da haben wir den zweiten quasi direkt weggezogen. So. Dann machen wir dich auch nochmal safe. Oh, der, die hat sich... Wow, ach, die war tot. Okay. Da vorne sind sie direkt. Wir schnappen uns die, die nicht verletzt ist. Ach, die ist auch verletzt. Ah, zack. Gerade noch so erwischt, ey. Schnell umgedreht. Und dem einen Typen gerade noch so vom Haken geholfen. Der war so gut wie down, ne? Okay, die Runde sieht sehr gut aus für uns. Die drei Generatoren sind einigermaßen safe gemacht. Die Leute sind verletzt. Yeah. Geil. Nö, dich will ich aber nicht. Ich will Feng. Die ist nämlich noch so schön munter. So, Erin. Okay. Hallo, Dwight. Was machen Sie da? Erwischen wir? So, geht sie retten? Komm, Feng. Geh retten. Geh retten. Will sie nicht? Ah, okay. Jetzt kannst du. Jetzt bist du safe. Hat sie gut gewartet. Hab's mir vermutet, als sie da nicht ranging, dass sie bestimmt warten möchte, bis ich aufhebe. Ich denke, es sind Premates. Gehe ich einfach mal von aus. Die heilen sich dort. Beide verletzt. Hallo. Na, Feng, was geht bei dir? Okay. Oh, ja. Bist zu fett. Nimm ab. Okay, bei denen würde ich gerne alle erwischen. Wer solche Cheap Tricks nimmt, den will ich tot sehen. So, sie rennt weg. Das ist gut. Wir jagen unsere Beute am liebsten. Ah, schade, ein bisschen zu früh. So, wo möchtest du hin? Warte mal, hier packe ich mal eben eine Falle hin. Falls sie mich jetzt juken möchte. Das ist das Schöne, ne? Die Hexe hat jetzt auch so ein bisschen Juke-Protection. Vielleicht hilft sie. Ah, sie hat geholfen. Okay. Wir finden euch schon. Keine Sorge. Wir finden euch. Siehste? Sag doch, wir finden euch. So, Feng wurde wieder geheilt. Immer wird Feng geheilt, weißt du? Und immer wieder kommt Grants und klatscht Feng um. Ah, wenn sie jetzt juken will, hat sie ein Problem. Ah, schade, sie ist umgedreht. Okay. Ja, hier ist schon alles wegfängt, ne? Das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich für dich, oder? So, wir legen ein paar Random Traps. Denn wenn jemand helfen geht, achtet er meistens nicht darauf, ob da irgendwo Traps liegen. Und dann gehen wir hier rum. Generatoren sind noch ganz gut verpackt, muss ich sagen. Und Ruin ist immer noch am Start. Dass Ruin so lange überlebt, okay. Ob es das wert war, seine Position zu verraten. Sie muss weggeschlichen sein. Oder in diese Richtung weggegangen. Oder in diese Richtung weggegangen. Sie kann natürlich auch dort rüber sein. Ah, okay. Sie hat ihre Position verraten, aber ich habe sie nicht bekommen. Hm. Jetzt auf den letzten Meter Ruin noch mehr wegzunehmen da. Die Sausäcke. Ist aber nicht so wild, Leute. Ist nicht so wild. Wir packen hier noch ein paar Fallen hin. Und dann... Generatoren sind gut soweit, ja. Eigentlich mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Ich glaube, wir sollten noch beide erwischen. Und es zieht sich ein bisschen dadurch, dass die Ruinen erst so mega spät natürlich wegbekommen haben. So, hier würde ich gerne nochmal gegenschlagen. So, mal eben gucken, ob hier irgendwo geheilt wird. Sieht nicht so aus. Vielleicht ist die andere auch bei der Luke und campt dort. Okay, wir schauen mal eben bei den Generatoren nach.
Ich weiß nicht, wo die Luke ist. Ihr wurde geholfen. Irgendwo dort hinten. Ah, da. Das haben die aber denn genau so gemacht, dass ich es nicht sehe, wa? So, wieder Feng. So, Feng hat aber ihren Schlag bekommen. Jetzt gehe ich auf Clödia. So, beide verletzt. Das ist gut. Wenn beide verletzt sind, dann können wir immerhin davon ausgehen, dass sie Geräusche machen. Wenn sie nicht eiserne Wille haben. Ist das Clödia oder die andere? Clödia. Oh, verstehe, was sie vorhat, ja. Okay. Haben wir dicht gemacht? Ah, Mist. Oh, nice. Ich wollte gerade sagen, Mist, Feng hat sich geheilt. Ist dann aber nicht so schlimm, weil Feng dafür in die Fallen rennt. Oh, komm, schnell, 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 schnell. Komm, teleporte dich. Ja, nice. Jetzt haben wir sie, Leute. Jetzt haben wir sie. Jetzt behaupte ich einfach mal, dass es GG ist. Ich mach mal hier dicht. Hallo. Tja. Dann komm mal her. Ab an den Haken. Hier ist der... Ist hier der Keller? Nee, der ist da hinten. Jetzt muss ich nur noch Feng Min wiederfinden. Und dann haben wir Full Team Wipe. Vielleicht hätte ich auch erst... Okay, ja, ich sehe, ich hätte vielleicht erst Feng suchen sollen. Irgendwo dort in der Nähe, ne? Oh Mann. Ihr wisst ja, wie gut ich darin bin, Leute wiederzufinden. Ich weiß nicht genau, wo sie hin ist. Hier war meine Random Trap. War sie da gerade? Nee. Sekunde. Ich höre sie auch nicht. Hier ist die Luke. Interessant. Okay, wir wissen schon mal, wo die Luke ist. Aber sie ist ja eh bald down. Weißt du, die Hexe ist schon so klein. Ich sehe trotzdem nichts. Ey, dann kriegen wir immerhin keinen Double Pip. Aber ich bin jetzt eh schon in den roten Rängen. Also inzwischen spielen wir wirklich nur noch gegen recht gute Spieler. Krass, dass wir dann hier trotzdem alle Leute mit der Hexe erwischt haben. Ja, GG. Schöne Runde. Kann man auf jeden Fall mal machen. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß hier an dieser Runde mit der Hexe. Die gute Lisa hat mal wieder ein bisschen ausgeteilt. 60.000 Punkte haben wir uns gegaunert. Und war doch ganz gut. Also, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und macht euch noch einen schönen Tag. Bye.